Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Hysteria. In der letzten Folge haben wir den Thron von Artorius betreten, aka letztes Dungeon im Spiel, nehme ich mal sehr stark an. Und ja, immer noch eine epische Stimmung mit viel Bosheit in der Luft und wir erkunden das Gebiet jetzt mal ein bisschen weiter. Wir haben ja letztens mittendrin aufgehört, haben einen Eingang zum Speicherpunkt wiederhergestellt. Können auch nicht jetzt die nächsten Reste hier erkunden. Bin ich hier? Ja, ich glaube schon, ne? Ja. Gut. Dann. Was? Achso, ja, da war ich. Da kommt man nicht, okay. So, ich muss da hinten die Tür mal nachgucken. Das aussieht, als wäre da wieder ein vollkommen anderes Gebiet. Da muss ich nochmal zurück und die obere Treppe nehmen und gucken, wo ich da hinkomme. Also hätte hier ruhig irgendwie eine Sackgasse oder so erscheinen können. Dann will ich nämlich den ganzen Weg gleich zurückgehen. Okay. Ja, erstmal schön in Ruhe umschauen. Ich finde das so geil, wie sich das anhört. Fenor-Ringe, die sind neu. Ich wüsste es. Heute nicht. Wir hatten alle 100 SK, ne? Weil wir aus Queen zum Gasthaus gegangen. Wir haben 8 SK verloren. Was? Wir sind von dem Kampf geflüchtet. Ah, Angriffskraft. Nein, nicht nur Angriffskraft, bitte. Ja, ich bin ausgehen und zum Gasthaus gegangen, ist kein Skip gekommen. Alles nach Plan gelaufen und hallo, die Dinger, stimmt. Okay. Aber ich bin ja schon richtig. Verdammt! Todesblatt. Ah, Verteidigung, was soll ich damit? Wow. Wird der nächste Teil aufspielen, wieder mit geskripteten Gegenständen und nicht wieder sowas. Ja, glaube ich, noch kein einziges Mal eine Waffe hier verschmolzen. Und selbst wenn irgendwie ein vollkommen übermächtiger optionaler Gegner kommt, werde ich das auch nicht machen. Ich habe Graces F nie gemacht, habe trotzdem alles auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad geschafft. Werde ich das hier auch nicht brauchen. Wo es ja angeblich hieß, es ist sowas von, weiß ich nicht, notwendig. Aber ich habe lieber geskriptete Gegenstände, von dem ich weiß, ja, wenn ich irgendwann bis dahin spiele, dann bekomme ich diese geile Waffe in dieser Truhe. Weil wenn ich blind spiele, was ich aber jeden Tag oft mache, weiß ich, dass jede Schatztruhe sich irgendwie lohnt, anstatt hier irgendwas unten zusammengewürfeltes jedes Mal zu bekommen. Aber naja. Caliburnus. Habe ich das nicht schon? Ja, mehr Fähigkeiten mit, ja. Das ist der einzige Grund, warum ich Waffen hier immer wechsle, wenn die mehr Fähigkeiten haben. Ja, jetzt habe ich bitte schon mit einer Waffe die Verteidigungswerte hochballert. Dafür gibt es Rüstungen. Okay. Ich würde wirklich alles geben, um zu erfahren, wie der Bewegungsmuster ist, wenn die uns ballen. Wie die mich jedes Mal treffen. Fällt mir auch gerade ein hier.
Also wenn jetzt nicht, wo ich bin. Man sieht genau. Hoffentlich komme ich zu diesen Feuerdingern, zu diesen Feuersäulen zurück. Ist nichts, lass mich raus! Wege. Hast du ausgerüstet? Okay. Feuerangriffskraft. Eigentlich nicht schlecht, dadurch verliert aber ein SA. Das ist schon wieder kacke. Ich mag es den Seraphen, nämlich hier Element zu geben. Ich nehme an, das lohnt sich. Das Teil, da bin ich auch mit zufrieden. Also das sind so Sachen, die ich erwarte im letzten Dungeon in den Schatztruhen. Wo zum Himmel bin ich hier? Boah. Mein Gott, was ist das für ein Team? Hat daneben. Was? Aber ich hab da auf Feuer gespuckt. Ah. Boah. Aber bitte sag mir, das ist hier dieses Feuerdingen. Mit Auswertfeuerzeichen? Keine Ahnung. Und jetzt bin ich vollkommen verwirrt, ich weiß gar nicht, wo ich muss gleich den ganzen Weg nochmal zurück. Das Gefühl. Stellen wir einfach ein paar Säulen in den Weg. Wer macht denn sowas? Weil man ist, wenn der Hauptbösewicht mal wieder hier raus will, ne? Muss er die ganze Zeit hier Säulen kaputt machen. Ich finde die Typen echt nicht weniger witziger, wie ihr vielleicht die See. Na, wo zum bin ich hier? Okay, ich werde langsam immer weiter verwirrt. Muss ja nochmal in Ruhe, glaube ich, rumeiern. Aber ich muss den ganzen Weg gleich nochmal zurückgehen. Die Musik ändert sich gar nicht hier. Will sich für die Erfahrungspunkte wahrscheinlich lohnen, aber aua. Yeah, das war. Werd Dungeon hier fertig machen. Das einzige, was mich immer. Wow. Ich glaube, das einzige, was mich immer. Was immer meine Motivation trübt, ein Spiel zu spielen, ist. Das ist bei jedem japanischen Rollenspiel bei mir so. Wenn ich kurz vor dem letzten Dungeon bin. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele, Final Fantasy VI. Ich spiele das Spiel so gerne. Aber immer wenn ich vor dem letzten Dungeon bin, geht meine Motivation voll runter. Also wenn ich als letztes noch da durch muss, wenn ich schon alles andere optional erledigt habe und nur noch das übrig ist. Weil ich immer weiß, es wird lang. Es wird in den meisten Fällen nervig. Und weiß ich nicht. Ach, jetzt bin ich wieder hier, ne? Ja. Und dann gehen wir von hier aus mal zurück zu den Feuerdingen. Und dann gehen wir nochmal nach links. Danach. Keine Ahnung, als ich jetzt erstmal Final Fantasy VI gespielt habe. Habe ich jetzt bis zum Erbrechen hinausgeschoben, das letzte Dungeon zu machen. Und ja, das ist, weiß ich nicht. Bei dem Spiel auch so gewesen, ja. Weiß ich nicht. Weiß nicht, woran das liegt. Aber bei mir ist das irgendwie so. Meine Motivation geht immer voll runter. Bin froh, wenn ich da durch bin. Boah, ich hab's eigentlich schon erklärt. In den meisten Fällen sind immer das nervigste Dungeon, das längste Dungeon und manchmal auch das schwerste. Wo ich mich hier bei eigentlich noch gar nichts hier beschweren kann. Lange sind bis jetzt noch nicht. So, jetzt wo bin ich?
Jetzt bin ich verwirrt. Wo war ich jetzt und wo nicht? Wenn, warte mal. Ja, nee, da bin ich, nehme ich an, schon gewesen. Weil lange sind bis jetzt noch nicht. Kommt wahrscheinlich noch. Nervig sind auch nicht. Die Gegner sind auch nicht schwer. Bis jetzt kann ich mich hier über noch nichts beschweren. Weil es ist immer davor. Ja, will ich den fertig machen jetzt? Man siehe Odin und Hekaton Sharon. Zu dir komme ich nochmal wahrscheinlich am Anfang des nächsten Parts zurück. Nachdem ich gespeichert habe und so. Weil ich möchte jetzt nicht 11 Minuten, die ich hier gespielt habe, vollkommen in den Sand setzen, wieder. Ja, gut, jetzt kann ich jetzt auch hier wieder lang gehen, weil ich muss ja wieder zum Anfang. Ich überlege, ist irgendein finales Dungeon von der Tales of Serie bis jetzt nervig gewesen? Nö, eigentlich nicht. Das ist immer nur die Stimmung, die ich davor hab. Oh ne. Oh ne, oh ne, 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 ne. Nee. Jetzt bin ich wieder am Anfang, sehr gut. Das ist einmal das, was mich so freut. Wenn man so Abkürzungen schaffen kann. So, wo muss ich jetzt lang? Meine Orientierung schlägt schon wieder zu wie ein Stein in mein Gesicht. Muss ich hier lang oder anders? Weiß auch nicht mehr. Kommen wir so oder so immer zum nächsten. Wir sind da, glaube ich, alle mit. Oder auch nicht. Was? Ich richtig? Ich weiß auch gar nicht mehr. Bin ich ja richtig? Ich komme schon wieder überhaupt nicht hier klar. Wahrscheinlich voll umsonst irgendwelche Wege. Jetzt viel einfacher machen können, aber bin halt so. Ich komme hier nicht klar. Wie so ein Typ, der sich in der Einbahnstraße irgendwie verirrt. Bin ich da? Bin ich da? Ab hier war ich noch nicht, ne? Oh, so läuft das hier also, okay. Oh Mann. Weiß ich ja, was ich noch zu tun habe. Vor dem letzten Kampf. Ja, super. Aber das heißt doch Erfahrungspunkte noch, ne? Okay, das heißt, diese runden Räume bringen mich immer zu Bossen. Beim nächsten Mal. Oh, hier war ich noch nicht. Okay. Das heißt, ich werde so oder so hier nochmal durch die Gegend rennen. Das ist irgendwann werde ich schon ja alles finden. Wikingerhut. Jetzt habe ich auch keine neuen Sachen. Angriff und Angriffskraft. Yay. Kacke. Boah, Verteidigung und Vogel sind auch nicht so gut. Was Angriffskraft? Wenn da halt noch Windangriffskraft wäre, dann wäre schon gut, aber nein. Warte mal, habe ich nicht von. Wo kam ich jetzt? Ich gehe jetzt mal hier durch. Von dem Winddingen habe ich aber noch nicht den Boss gefunden. Aber bin ich ja richtig? Die sehen alles gleich aus. Wenn ihr nicht irgendwie ein bisschen Farbe reinbringt oder so, damit ich mit so Idioten wie ich hier auch durchblicke. Es geht aber auf jeden Fall immer höher, glaube ich.
sind wir schon auf der oberen Seite. Als Bossi knüpfen wir uns dann ich bin zurückgegangen, glaube ich. Okay, aber zur Not gucke ich trotzdem noch mal nach, ob da diesen Spiralgang jetzt auch so ein Boss ist. Falls hier einer ist. Warte mal, ich bin hier. Da war ich, glaube ich, schon, ne? Ja, kam von da, okay. Also nicht okay, aber... ich glaube, ich habe so einen Überblick wieder im Sinn. Okay, das heißt, das Windding hat keinen Boss. Das heißt, es gibt bis jetzt zwei Bosse hier noch. Das heißt, zweimal KP noch hoch und ein Level Up ist da auf jeden Fall auch noch drin, ne? Bei Level 91. Hör mal, geil. Vorausgesetzt, ich schaff die Bosse. Also, ja. Ich würde mir schon die Trophäen hier anschauen. Oder was dafür gemacht zu haben. Alles klar, dann. Bitte sag mir, wir sind hier richtig. Ich nehme mich gar nicht mehr durch. Was habe ich nicht von hier? Das ist so schlimm, ne? Könnte ich sein, was Zoreda macht. Aber wenn du so steh mit gekreuzten Armen und sich denken, ja, bin ich schon vorbeigekommen, oder? Boah. Okay, weg da. Mein Gott. Ich bin auch blöd. War ich da schon? Kam mir irgendwie, als ich noch vorbeigelaufen bin, nicht so bekannt vor. Wo bin ich? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Lass da reingehen. Na! Er amortisiert euch noch und verballert eure SA. Ihr sagt mir, ich bin hier neu. Danke. Sieht nicht bekannt aus, alles gut. Ah, mein Gott. Okay. Was mit Gesundheitswiederherstellung? Das dauert ein bisschen lange, habe ich das Gefühl. Geh weg. Dein Feind hat Steine in unserem Weg gelegt. Und nein, euch kann ich wieder nicht ausweichen. Gott. Norman, hi. Samenschauen weniger als 400 wird aufgehoben. Das ist auch nicht schlecht. Gehen wir mal Leila, würde ich sagen. So, wieder so ein Illuminati-Zeichen. Ich glaube nicht. Oh, hallo. Ein Ort von Ritualschwertern. In die Quintes hier. どうして関係があるそうだよな。けど、そういう歴史の先に生きてるんだ。俺もミクリオもみんな分かってるさ。今この瞬間が歴史であることもね。ああ、ミリオンの人たちが死んだ。僕みたいな厳しいのもいるからね。そういうこと。 Haha, nein. Haha. Also ich wäre schnell genug, ne? Habe ich auch gedacht. So. Fortschritt. Du sagst mir irgendwo da in der Mitte des gleichen Speicherpunkt. Das raste ich.
Ihr dicken Viecher versperren jetzt mir voll den Weg. Ja. Boah, ich komme nicht damit klar, so viele Sachen drin, ey. Für mich hat so eine Sackgasse, ja, ich glaube schon. Also gehen wir erstmal da rein. Na, man wollte schon wieder da. Oh, ey. Der hätte mich nicht erreicht, wenn er sich nicht umgedreht hätte. Gibt der viel Platz weg, ey. Ja, Sackgasse. Okay. Gesundheit. Ja, jetzt eine Sackgasse, sehr gut. Lass mich hier weg. Und ich habe mir gerne eine Hand vorm Mund gehalten. Aber war schon wieder so hektisch hier. Musste ich improvisieren. Ja, wir haben bestimmt schon so die Hälfte des Dungeons abgeschlossen. Glaube ich nicht mehr so viel. Ist ja jetzt eigentlich nur noch irgendwas mit Wasser kommen. Das ist so mein Athenes Haarband. Hier. Aber es reflekt schon wieder auf Mikleo. Guckt, Verteidigung und Fokus. Da hat sie 900 Verteidigung. Sie hat bei mir andersmäßig so gut wie nix. Dann machen wir halt so. Ich hoffe, die Werte fließen auch in der Amortisierung ein. In die Amortisierung ein. Insofern hat mal die. Also ich hoffe, die ganzen Werte fließen auch in den Amortisierungen rein. Also wenn ich jetzt mit ihr amortisiere, kriege ich so einen bombastischen Verteidigungswert. Das wäre sehr gut, nämlich. Oh nein. Oh nein. Jetzt zurück zum ganzen Dungeon, ja. Da wäre am besten gewesen. So, wie blöd gemacht. Hier kommt nur so ein Ding, ne? Extra für so ein Auge haben sie jetzt das gemacht. Ja, ein bisschen doof. Aber trotzdem, von den Winddingen ist nicht so ein. Vor dem Windding ist nicht so ein Bossraum, sag ich mal. Ja, da oben ist nur ein Boss. Okay, wow. Sieht aus, als könntest du aus Monster Hunter sein. Welches ich übrigens auch Let's Played habe. Schaut mal auf meinem Kanal vorbei. Eigenwerbung. Hahaha. Los geht's. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert, aber nehme ich. Ja, es ist einfach. Kann ich einfach hier durchgehen. Ja. Oh, das sieht schon... Oder auch nicht. Hallo, na? Ich stehe kurz vor dir, habe ich das Gefühl. Lass da noch ein Speicherpunkt vor sein. Da muss er natürlich jetzt noch ein zweiter auftauchen, ne? Und mich in diesen Kampf reinziehen. Ja, ist ein Speicherpunkt und ich bin wunschlos glücklich. Wo das ein Wunsch ist, den ich mir gerade geäußert habe. Da ist ein Speicherpunkt. Yes, yes, das Leben ist schön.
Aber ich werde wahrscheinlich eine Cutscene erstmal hier reingeschleudert. ザビーだ。決着つけなきゃいけない相手だって言ってたよ。ああ、なんだかんだでやらずに済みそうだ。スレイさんとの出会いで新たな可能性が生まれたのですわね。そうそう、まさに運命の出会いってね。やろうなのか唯一の問題だ。バカな。全くだ。五大使の一人を殺す。いや、殺せるつもりだったなんて。やってみねえと結果はわからんだろう。ザビーだ。 答えを最初から持ってて全くぶれなしなんだ。意外とすごいやつ。お、ロゼちゃん俺と契約して器になってみる。調子乗りすぎ。ザビーだ。ありがとう。俺たちの出会いが救う方法を生んだってのがすげえ嬉しくてさ。お前。ったくこの甘ちゃん同士め、甘ったるすぎだぜ。 Alles klar, Heldenkleidung, Entschlossenheit erhalten. Wahrscheinlich für diese Kampfmusik. Dort, ich wüsste jetzt. Im Herzen der Bosheit. この世ならざる景色ってところか。こんな感じなんだ。あの世って。あの世を見たことある人がそう言ってるしね。見たらちゃんと教えてやるって嬢ちゃんたち。それもすぐかもしれねえぜ。大丈夫ですわね。冗談が言えるのなら、本当いつもの調子だよね。あなたたちも人のこと言えないと思う。どうよ、こういうの。頼もしい限りだ。ああ、本当に。 ハ、カンディエテマローンでスネックでクイーンゲ。わ、コマやつフォーマダオフ。ライチのメニューが詰まって。イコメアファイマオフディステーマ。そうそう、その高級感が女子を喜ばせるんだよね。女性の心がよくお分かりですのね。 お菓子は女性の心を溶かす大事なアイテムだからな。マロングラス。手間と時間をかけて香り高く仕上げるお菓子の古代の代表的なものに送ったとも言われるロマンあふれるものでもあります。そうそう、ロマンとマロンもかかってベストクドキスイーツなんだよ。うまいこと何一つ言えてないし、クドキアイテム使うなんて千年早いから。 Okay. Kandierte Maronen, warum nicht? Hm? Wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir darüber reden, oder? Ja, warum ist dieses Gebiet hier, wenn nichts hier ist, Mann? Gut, dann würde ich sagen, vor dem letzten Boss werden wir die ganzen Mini-Bosse, die hier noch rumlaufen, kaputt hauen. Hoffentlich. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play. Let's the Serie. Okay, du kommst nicht mehr, danke. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Verschwindet einfach. Ist schüchtern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Test for Hysteria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Blablabla.